Guten Morgen, liebe Freunde der Astrologie. Heute ist Freitag, der 15. Dezember 2017. Mein Name ist Norbert Gieso. Und heute zäume ich mal das Pferd von hinten auf, indem ich mit dem Neumond beginne, der am Montagmorgen stattfinden wird. Hier ist er abgebildet. Der Neumond, ja, das Ende des alten Mondzyklus und der Beginn eines neuen Zyklus, Sonne und Mond stehen hier auf einem Punkt und dieser Neumond hat über seine Stellung als Neumond hinaus noch einige Besonderheiten. Zum einen ist es so, dass Sonne und Mond hier im Schützen im 27. Grad direkt auf dem Zentrum unserer Galaxis stehen. Ja, das Zentrum der Milchstraße lässt sich auch im Tierkreis lokalisieren, befindet sich hier zwischen 26 und 27 Grad. Das bedeutet eben, der Neumond findet auf diesem galaktischen Zentrum statt, was ja schon mal aussagekräftig genug ist. Das kann also bedeuten, dass dieser Neumond in seiner Bedeutung eben weit über unser persönliches Empfinden hinausgeht, sondern größere Zusammenhänge anspricht hier. Es geht ja im Schützen, der ja neben dem Neumond auch den rückläufigen Merkur und die Venus beinhaltet, ja um Erkenntnis im höchsten Sinne, um Selbsterkenntnis, das höchste Gut. Und hier geht es vielleicht um eine Selbsterkenntnis, die weit darüber hinausgeht, zu sagen, ich habe die und die Fähigkeit oder die und die Schwäche oder müsste an dem arbeiten, sondern es geht vielleicht wirklich darum, eine Erkenntnis zu machen, was wir wirklich sind, dass wir nicht dieser Körper sind, dass wir nicht die Gefühle und die Gedanken sind, sondern dass wir etwas sind, was weit darüber hinausgeht. Außerdem ist es so, dass ja dann auch Saturn kurz vorm Eintritt in den Steinbock steht, hier zum Neumond auf 29,46. Saturn wird dann 2 Tage später am 20. in den Steinbock in sein eigenes Zeichen eintreten und damit auch eine gewisse neue Zeit definieren, die sehr viel zu tun hat mit Konsequenz, mit Disziplin und mit den Wirkungen der Folgen und Ursachen, die wir selbst gesetzt haben. Dazu aber später nochmal sehr viel mehr. Und dann noch einen Tag später am 21.12., das findet ja alles nächste Woche statt und werde ich dann auch nächste Woche besprechen, ist dann Wintersonnenwende, dann folgt die Sonne Saturn in den Steinbock und das neue Jahr aus astrologischer oder natürlicher Rhythmik beginnt. Also ein hochkomplexer, interessanter Neumond. Aber so weit sind wir noch nicht, denn es liegt ja noch das Wochenende vor uns und das soll jetzt hier auch besprochen werden, auch wenn die Figur hier von heute Morgen ja schon so ähnlich aussieht, läuft ja noch einiges darauf hin. Heute am Freitag haben wir nämlich den Mond noch im abnehmenden Zustand, er läuft noch auf die Sonne zu und befindet sich heute noch den ganzen Freitag im Skorpion. Mond im Skorpion, ist eine tiefe Emotionalität, das sind tiefe Gefühle. Der reicht der Mond im Grunde in die tiefsten Regionen unserer Psyche hinein, wenn wir es denn zulassen. Da in der Tiefe, da ist es auch dunkel und unerforscht. Und so kann mit dem Mond im Skorpion können auch Gefühle, Emotionen, Reaktionen dann auch in uns hervortreten, die sonst im Dunkeln liegen, die vielleicht auch Schattenanteile beinhalten, wo vielleicht auch Ängste oder Zwänge oder solche Dinge angesprochen werden. In gewisser Weise ist jeden Monat mit dem Mond im Skorpion 2, 3 Tage so eine Art Selbsttherapie möglich, weil im Skorpion eben die Dinge, die umgewandelt werden sollen, angesprochen werden. Dabei ist das natürlich jetzt hier noch bedeutsamer, weil eben der Mond auf den Neumond zuläuft, der ja, wie wir eben gesehen haben, auf dem galaktischen Zentrum sitzt. Der Mond wird dann in der Nacht zum Samstag um 2.07 Uhr in den Schützen wechseln. Damit beginnt dann die ganz heiße Phase des Neumondes, der dann das ganze Wochenende auch überschatten wird. Der Neumond ja eher eine introvertierte Konstellation, aber dann mit Mond, Merkur, Venus
Sonne und Saturn im Schützen ist natürlich hier auch viel Feuerenergie, viel Bewegung möglich. Und ich denke auch mal, viele Leute müssen in Anbetracht des bevorstehenden Weihnachtsfestes auch am Wochenende viel hektizieren, statt die Zeit zur Besinnung für die innere Aktivität, für das innere Feuer, für das innere Licht zu nutzen. Sehr, sehr schade und traurig ist das, weil solche Tage auch im Jahresverlauf auch nicht so schnell wiederkommen. Das ist schon eine ganz einmalige Sache, die man auch nutzen sollte. Die Sonne im Schützen steht im Quadrat zu Chiron, was auch darauf hindeutet, dass uns auch in diesen Tagen, also vor allem heute und morgen, auch tiefliegende Verletzungen bewusst werden können. Oftmals vielleicht auch Dinge, die schon länger zurückliegen und deren Erkenntnis auch hier wieder eine Umwandlung, eine Heilung möglich machen kann. Zum Mittag dann steht die Sonne im Trigon und zu Uranus. Aus der Verletztheit geht es dann in die Befreiung, in den Aufbruch, in was absolut Neues. Heute am Freitagnachmittag übrigens läuft der rückläufige Merkur auf die Venus auf. Nachdem er da gestern bei der Sonne war, ist er jetzt bei der Venus. Also auch heute ein guter Tag, sich bewusst zu machen, was unsere Empfindungen sind, was wir lieben, was wir begehren und ob es auch eigentlich wirklich für uns sinnvoll und heilsam ist, dem nachzugehen, was wir begehren. Auch der Sonntag bringt dann den Mond im Schützen, der dann am Morgen über den rückläufigen Merkur läuft und am Abend über die Venus läuft. Also auch ein Tag, dann der dritte Advent, der Erkenntnis, der Einkehr, vielleicht auch des Treffens mit Menschen, die wie wir gleichen Geistesinhalts sind, wo man sich austauschen kann über Erkenntnisse, über Meditation, über Spiritualität, über Glauben oder Religion, also Dinge, die uns wirklich im Herzen bewegen oder es zumindest tun sollten. Und dann beginnt ja die neue Woche gleich mit dem Neumond am Montag und da gibt es dann auch ein neues Tageshoroskop, wo es dann für uns, also für mich auch dann darum geht, die wirklich auch bedeutsamen weiteren Konstellationen der nächsten Woche aus astrologischer Sicht für euch zu beleuchten. Ich wünsche uns allen ein wunderschönes Wochenende, einen tollen dritten Advent und sage Tschüss, bis Montag.